Guten Abend zusammen. Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Das ist ja ganz toll. Die Messe gerade hat noch etwas länger gedauert, weil sie besonders war. Die Firmung eines neuen Gemeindemitglieds, das hat etwas länger gedauert. Deswegen jetzt mit kleiner Verspätung die Eröffnung. Ja, herzlich willkommen, Sie alle zusammen, zur Eröffnung der Klanginstallation Klang Friedensgebet von Hayden Chisholm. Ist dieses Jahr der Improviser in Residence in der Stadt Mörs, der mit dem Jazzfestival zu tun hat und ganz viele Aktionen hier leitet und durchführt, die mit improvisierter Musik zu tun haben. Er selber kann leider heute Abend nicht hier sein. Die Installation wird nachher von einer CD laufen und die wird bis zum Samstag, den 6. Juni, immer zu den üblichen Kirchenöffnungszeiten, die eben auch angeschlagen sind, hier in der Kirche vorhanden sein. Das heißt, Sie können einfach mal über die Kirche Office herankommen und dieser Klanginstallation zuhören. Hayden Chisholm hat mir zwei Sätze dazu geschrieben, die ich gerne als erstes vorlesen möchte. Die Klanginstallation, die ich für den wunderbaren Innenraum der katholischen Kirche in Mörs komponiert habe, besteht aus Stimmen und Saxophon. Beide Klangquellen produzieren Obertöne auf ihre Art und Weise. Zwischendurch hört man auch Akkorde, die aus Fibonacci-Zahlen entstehen. Sie klingen ja fast wie Kirchenglocken aus der Ferne. Die Musik ist eine Art Friedensgebet. Soweit die Worte des Komponisten. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Klangfarben entstehen? Wenn man ein Instrument hört, weiß man ja sofort, ist das eine Trompete, eine Oboe oder eine Flöte. Wenn man einen Sänger hört, weiß man, hat er eine angenehme Stimme, eine helle Stimme, eine warme Stimme. Wie entsteht das? Auch die Vokale, wenn wir sprechen und singen, A, E, I, O, U, wie entstehen die eigentlich? Ich kann ja auf einem Ton verschiedene Vokale singen, hat ja mit der Tonhöhe nichts zu tun. Die Erklärung für alle diese Phänomene sind Obertöne. Die Obertöne, das ist ein Phänomen, das bei einem Ton, den wir hören, immer auch höheren Frequenzen entstehen. Jeder Ton, streng genommen müsste man sagen, jeder Klang, den wir hören, besteht nicht nur aus einer Schallfrequenz, sondern aus ganz vielen, die noch darüber gelagert sind, die wir nicht bewusst im Einzelnen wahrnehmen, allerdings, die aber bei jedem natürlichen Klang, bei jedem musikalischen Klang grundsätzlich immer dabei sind. Deswegen, auch wenn man von Obertönen redet, dieser Begriff wird von Esoterikern gerne benutzt, hat mit Esoterik überhaupt nichts zu tun, das ist knallharte Physik. Streng genommen könnte man fast sogar sagen, Mathematik ist, hat ganz viele Zahlen zu tun. Es gibt ein einziges Beispiel in der Natur für einen Ton, der keine Obertöne hat. Das ist die Stimmgabel. Das kann man natürlich heute elektronisch erzeugen, aber in der realen Welt ist das der einzige Ton ohne Obertöne. Ich versuche jetzt mal, ohne sie zu quälen. Dieser Ton ist zwar sehr klar, aber hat keinen Charakter, keine Farbe, keinen Ausdruck. Man hört die Töne, aber sonst nichts. Ein ganz klasse Beispiel, um das Gegenteil selber auszudrücken, ist das Vokale zu singen. Ich mache Ihnen das mal einmal vor, auf der gleichen Tonhöhe. Wenn man, ich fange mal von den dunklen Vokalen an, geht dann zu den hellen und wieder zu den dunklen.
Sinn beeinflussen wir die Resonanzformen in unserem Kehlkopf und in unserem Schädel. Wir beeinflussen die Klinge und Oberton. Der Grundton bleibt. Aber dadurch, dass wir in unserem Kopf, Zunge, Rache einiges ein bisschen verändern, werden andere Obertöne hervorgehoben oder verstärkt als bei den anderen Vokalen. Das ist eigentlich alles. Wir ändern die Resonanzräume für die Obertöne, die sowieso da sind. Und im Grundprinzip ist Obertongesang, den wir jetzt gleich unter anderem hören werden, nichts anderes. Wenn Sie U singen können, dann haben Sie eigentlich ansatzweise schon das Prinzip von Obertongesang verwirklicht. In Wirklichkeit ist es dann noch ein bisschen schwieriger und komplizierter. Ich kann es auch nicht in der Art, wie er den Schissau jetzt kann. Aber das Grundprinzip haben Sie dann schon verstanden. Interessant finde ich daran, dass jeder Ton, jeder Klang eben auch eine höhere Ebene hat, beziehungsweise mehrere höhere Ebenen, die grundsätzlich immer mitspielen und die auch immer in einem ganz bestimmten Verhältnis, man könnte streng genommen sagen, so ein Zahlenverhältnis zu diesem Grundton steht. Hayden Chisholm kombiniert in der Klanginstallation zwei verschiedene Arten von Obertongesang, das werden Sie gleich hören, eine eher hohe und eine eher tiefe Lage. Er kombiniert Saxophon-Töne, Saxophon-Klänge, auch mit Akkorden auf seinem Instrument. Da habe ich selber ganz erstaunt, als ich das gehört habe. Er spielt auf einem Saxophon mit einem Resonanzraum, mit einem Atem, Akkorde von mehreren Tönen. Fragen Sie mich nicht, wie das geht. Aber es ist ein ganz ähnliches Phänomen wie mit dem Obertton. Man hat eine Voraussetzung, einen Schallraum, einen Grundton und schichtet darauf etwas anderes, was dann mitklingt. Und als ich darüber so nachgedacht habe, diese Tage, als ich das zum ersten Mal hörte, kam mir dazu ein Stichwort, nämlich Einheit in der Vielfalt. Das ist ein Begriff, der, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, aus einem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils stammt, also aus dem Bereich der katholischen Kirche. Einheit in der Vielfalt. Und ich würde sagen, es gilt genauso umgekehrt, Vielfalt in der Einheit. Ich glaube, das ist da ursprünglich so gemeint, dass es um das Verhältnis der verschiedenen Kulturen innerhalb der katholischen Weltkirche zueinander geht. Nämlich der katholische Glaube wird ja überall in der Welt in liturgischen Formen und Ausdrucksformen etwas anders gefeiert. Aber ganz besonders auch um das ökumenische Verhältnis zu den Bruder- und Schwesterkirchen in der Welt, zu anderen Konfessionen, zu anderen Christlichen. Dafür wurde im Konzil das Wort Einheit in der Vielfalt, nämlich das Nebeneinander, das Freundschaftliche, gleich bewertete Nebeneinander der verschiedenen Konfessionen. Gleichzeitig würde ich jetzt auch so weit gehen und diesen Begriff Einheit in der Vielfalt ausweiten auf das Verhältnis der Weltreligionen zueinander. Es gibt so viele Religionen in der Welt, aber doch eigentlich nur eine Menschheit, wo wir heute immer mehr wissen, dass sie aufeinander angewiesen ist und eigentlich nur zusammen gut leben und überleben kann. Also Einheit in der Vielfalt ist auch da gefordert und logisch. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Nämlich Einheit in der Vielfalt, sogar die Einheit des Menschen mit Gott in seinem einen Geist. Wir sind kurz vor dem Pfingstfest in der christlichen Kirche. Ich suchte zu diesem Gedanken einen schönen Schlusssatz, wo ich dachte, das soll theologisch haltbar sein, das soll gut klingen, das soll das auf den Punkt bringen. Habe lange rumformuliert und gedacht, was sagst du da? Bis ich heute Morgen auf den Halleluja-Vers des heutigen Tages stieß, der im Messbuch steht und den wir hier eben in der Messe gesungen haben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, soll auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, was du mich gesandt hast. Wie gesagt, das Thema Obertöne, Obertongesang, Einheit und Vielfalt, Vielfalt in der Einheit. In all diesen Dimensionen, Kirche, Ökumene, Weltreligion, Verhältnis des Menschen zu Gott, Einheit im Geist, in all diesen Dimensionen lade ich uns nun ein, jeden, solange er möchte, zum Klang, Friedens, Gebet.
gehen möchte, soll das gerne tun. Nach einer gewissen längeren Zeit wiederholt sich die Musik. Das ist aber jetzt noch lange nicht der Fall. So bleiben sie.